Die Schweiz ist erstaunlich gut durch die letzten Krisenjahre gekommen. Was ist da genau passiert? Wie haben es die Eidgenossen gemacht? Davon berichtet unser erster Beitrag. Wir schreiben das Jahr 2023 nach Christus. Ganz Europa ächzt unter hoher Inflation, exorbitanten Energiepreisen und magerem Wirtschaftswachstum. Ganz Europa? Nein. Inmitten des Erdteils liegt ein kleines helvetisches Land, das viel weniger Probleme hat als wir. Die Schweiz. Ihre Bürger sind viel reicher als ihre Nachbarn. Das mittlere österreichische Vermögen liegt bei 70.000 Euro. Das mittlere Schweizer Vermögen ist mit 157.000 Euro mehr als doppelt so hoch. Gerade dieser Mittelstand fühlt sich in Österreich vom Staat oft als Melkkuh verstanden. Der Schweizer Staat hingegen knöpft den Arbeitnehmern weniger Steuern ab. Dadurch verdienen Schweizer jährlich um 40% netto mehr pro Jahr. Dementsprechend ist auch nur jeder 27. Österreicher Millionär. In der Schweiz ist es jeder 6. Und während eine Rekordinflation von 11,1% den Österreichern ihr hart verdientes Geld wegfrisst, genießen die Eidgenossen Preisstabilität. Gerade einmal 3% beträgt die Teuerung. Ihre Bürger arbeiten mehr als ihre Nachbarn, im Schnitt fast eine ganze Wochenstunde mehr. In Österreich gibt es eine Rekordzahl an Feiertagen, 13. In der Gesamtschweiz gibt es gerade einmal einen. Und die Schweizer arbeiten auch schneller. Wertvolle Güter oder hochwertige Dienstleistungen werden im Helvetikum schneller geleistet. Nicht umsonst liegt die Schweiz im internationalen Ranking der Wettbewerbsfähigkeit am 2. Platz. Österreich hingegen nur auf Platz 20. Und mehr kluge Köpfe wollen Schweizer Bürger werden. Österreichs Wirtschaft stöhnt unter dem Fachkräftemangel, findet in manchen Branchen generell kaum Personal. Die Schweiz ihrerseits profitiert von einem sogenannten Brain Gain, also dem Zuzug schlauer Köpfe. Das schraubt das Bildungsniveau noch einmal in die Höhe. Und besser Ausgebildete machen den Arbeitsmarkt noch wertvoller. Das bildet sich auch im Index der weltweit besten Hochschulen ab. Österreich schafft es nicht in die Top 100, wohingegen die Schweiz gleich mit 4 Unis vertreten ist. Und auch die Berge sind höher, die Skifahrer schneller, die Fußballer erfolgreicher. Wie macht die Schweiz das bloß? Wirtschaftswunderland Schweiz und sogar im Skifahren scheinen die Schweizer den Österreichern im Moment den Rang abzulaufen. Oh Schreck, oh Graus. Ich freue mich jetzt, dass wir im Studio haben den Hanno Lorenz. Sie sind stellvertretender Direktor des liberalen Thinktanks Agenda Austria. Sie halten die Freiheit, die Freiheitsfahne hoch im Stil der österreichischen Schule der Ökonomie, diesem liberalen Urgestein. Schön sind Sie hier im Studio. Meine erste Frage gleich. Ja, stimmt das, was hier erzählt wurde? Ist die Schweiz sozusagen das Nirvana des Wohlstands, der Sehnsuchtsort schlechthin? Was sagt der Ökonom? Vielen Dank natürlich erstmal für die Einladung. Tatsächlich ist es so, dass Österreich in vielen Rankings in vielen Indikatoren jetzt nicht so schlecht dasteht im internationalen Vergleich, aber dass die Schweiz dann eben doch in den meisten Rankings doch immer ein paar Plätze wieder weiter vorne liegt, hat natürlich verschiedenste Gründe. Die Freiheit spielt natürlich einen wichtigen Grund, der Wettbewerb, Marktwirtschaft, liberales Land. Von daher, ja, gibt viele Unterschiede, die das natürlich erklären. Wenn Sie die Schweiz erforschen jetzt als Wirtschaftswissenschaftler, was würden Sie sagen, sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Weichenstellungen? Wo sind die Schweiz vielleicht besser und smarter abgebogen als die Österreicher? Was sagt da der unabhängige, freiheitliche Think Tank? Also ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor spielt dabei die Einstellung der Menschen, der Bevölkerung zu Wirtschaft, wie Wirtschaft funktioniert, auch die Aufgaben des Staates. Das sieht man in ganz vielen von diesen Rankings, dass es eben die Schweizer eher die Wirtschaft als Komplizen sehen für ihren Erfolg, während in Österreich oftmals da eher ein gewisses Skepsis gegenüber Unternehmertum, Kapital vorherrscht. Das spiegelt sich dann auch wieder wie der Staat organisiert ist. Wir haben in Österreich, hebt das meiste Geld der Bund ein.
Dann gehen die Landesfürsten zum Bund hin und sagen, wir wollen Geld haben, damit wir den Bürgern Geld geben können. Das heißt, man macht hier Versprechungen auf Landesebene, die man nie begründen muss, woher das Geld kommt. Macht damit Versprechungen, die die Bürger auch nicht verstehen, woher, also die den Trade-off nicht verstehen. Mhm. Ist in der Schweiz ganz anders gehalten. In der Schweiz gibt es viel mehr Kooperation auch zwischen Staat und Bürger. Viel mehr Austausch zwischen Staat und Bürger, Bürgernähe. Und auch viel mehr Interesse damit von der Bevölkerung an ja, politischen Entscheidungen, was eben dieses Zusammenspiel viel, viel einfacher macht, diesen Föderalismus, den die Schweiz stark lebt, den wir in Österreich nur theoretisch haben, und natürlich die direkte Demokratie, also die Einflussnahme und die Kontrollinstanz auf die Politik. Kürzlich hat der bekannte Schweizer Ökonom und Publizist und auch ehemalige Think Tank-Direktor Dr. Gerhard Schwarz bei ihrem Think Tank Agenda Austria einen Vortrag gehalten über das Erfolgsmodell Schweiz. Und er hat dort dieses genossenschaftliche Staatsverständnis herausgestrichen. Der Staat ist nicht dein Gegner, der Staat ist nicht dein Feind, auch das Steueramt ist nicht dein Feind, sondern der Staat sind die Bürger, sind wir, sind die Schweizer. Wie sehen Sie die Unterschiede zwischen dem Staatsverständnis Österreichs und dem Staatsverständnis der Schweiz? Ich glaube, dass da genau in diesem Punkt dieses Subsidiaritätsprinzip ganz stark reinspielt. Das heißt, in der Schweiz ist nicht nur das Geld verteilen auf regionaler Ebene organisiert, sondern eben auch das Geld einsammeln. Damit habe ich automatisch diesen Dialog mit meinem Bürger, was sinnvolle Maßnahmen sind, Investitionen sind. Ich kann als Politiker auch nicht irgendwelche Versprechungen machen, die viel Geld kosten, weil ich mich nicht darum kümmern muss, das Geld auch einzuheben. Damit ist das Verständnis auch bei den Bürgern viel, viel stärker da, dass es hier eben oft, es muss auch bezahlt werden. In Österreich ist oft die Mentalität, ich bekomme einen zusätzlichen Feiertag, das ist ein Geschenk für mich oder irgendwas, das hat keine Kosten. Die Schweizer verstehen es halt besser, weil der direkte Austausch da ist, weil die direkte Kommunikation auch zwischen Staat und Bürger dichter mehr stattfindet. Da ist das Verständnis da, dass es gibt nichts umsonst, es sind alles Fragen, Trade-offs und da entscheidet man sich dann oft halt auch anders dann als in Österreich. Eine eindrucksvolle Zahl aus dem Beitrag ist ja die Vermögenshöhe. Die ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, doppelt so hoch in der Schweiz als in Österreich. Ist der Grund dafür, dass der Schweizer Staat zurückhaltender ist darin, den Leuten ins Portemonnaie zu greifen, in die Brieftasche? Ja, ist sicherlich natürlich ein ganz großer Faktor, ist natürlich, dass die Mittel, selbst Durchschnittsverdiener müssen in Österreich ungefähr die Hälfte ihres Arbeitseinkommens, was sie erwirtschaftet haben, an den Staat abgeben. Das ist in der Schweiz bei weitem nicht so hoch. Spielt natürlich eine Rolle, ich brauche Geld, um Vermögen aufzubauen. Es gibt natürlich noch andere Gründe. Der Kapitalmarkt ist in der Schweiz auch deutlich besser entwickelt, als das in Österreich der Fall ist. Was heißt das, wenn Sie das kurz sagen? Das heißt, der Aktienmarkt ist halt, die Aktienkultur ist in der Schweiz eine ganz andere. Wir haben Unternehmen, die dort auch ein Vielfaches vom Börsenwert, Marktkapitalisierung haben, als das in Österreich der Fall ist. In Österreich gehört der Kapitalmarkt so ein bisschen vom landläufig so ein bisschen das Spielcasino. Es sind nur Wetten, die da laufen. Das ist halt einfach von der Mentalität her eine andere Sache. Man hat nicht das Gefühl, Geld für sich arbeiten zu lassen, was in der Schweiz sicherlich auch anders ist. Und da spielen halt Sachen hinein, die natürlich auch hineinspielen. Aber klar, der Staat gibt den Menschen viel mehr Freiheiten. Das hat natürlich auch braucht mehr Verantwortung. Die Leute müssen sich mehr informieren. Aber diese Freiheiten führen natürlich auch dazu, dass sie eben entsprechend Vermögen aufbauen können, was in Österreich nicht ganz so einfach ist. Interessant, das wurde jetzt nicht angesprochen. Es gab in der Schweiz vor ein paar Jahren mal eine Volksabstimmung darüber, ob man eine 6. Ferienwoche einführen soll. Und die Schweizer haben das abgelehnt. Die haben gesagt, nein, wir wollen da nicht eine weitere Ferienwoche. Man hat nur 5 Wochen, nur in Anführungszeichen, worauf in Europa ein Aufschrei des Entsetzens stattgefunden hat. In Spanien, in Deutschland, die Schweizer seien verrückt geworden. Sie hätten eine zusätzliche Ferienwoche abgelehnt. Wir haben gehört von den Feiertagen, offensichtlich bundesweit mehr Feiertage in Österreich als in der Schweiz. Ja, jetzt mal ganz pointiert gefragt, sind die Schweizer einfach fleißiger? Stehen sie früher auf am Morgen? Sind die anderen eher etwas fauler? Was sehen Sie da für Mentalitätsunterschiede? Also die Schweizer sind sicherlich auch fleißiger, weil sie auch mehr Wochenstunden haben. Das heißt, sie arbeiten tatsächlich auch länger für ihren Wohlstand. Es ist aber wieder auch diese Mentalitätssache. Die Schweizer ist, glaube ich, klar, wenn ich weniger arbeite, produziere ich weniger, dann ist weniger zu verteilen, ich habe weniger Löhne. In Österreich ist dann die Debatte, lustigerweise eben mit dieser Urlaubswoche in Österreich, gab es dann die Debatte, ob Feiertage, die aufs Wochenende fallen, nicht dann doch lieber in der Woche nachgeholt werden müssten, weil man ja Feiertage verliert. Das heißt, die Einstellung ist einfach eine ganz andere. Man versteht nicht, dass
dass immer ein Trade-off ist zwischen Wohlstand und Freiheit. Das ist auch die Teilzeitdebatte, die wir momentan in Österreich haben. Das Verständnis dafür ist nicht da, dass wenn ich mehr Freizeit konsumiere, dass ich dann auf Wohlstand verzichten muss. Es ist immer die Idee, dass beides geht. Und eben dieser direkte Kontakt, auch die Pflicht der Schweizer Bürger, eben weil sie mehr Freiheiten haben, sich selbstständig damit zu informieren, führt auch dazu, dass sie das halt hinterfragen und dann bei manchen Entscheidungen eben für Österreicher vielleicht sehr komisch auf solche Volksbefragungen. Also wie man ja meinem Akzent unschwer erkennen kann, bin ich ja selber Schweizer. Sie sind, wenn ich das richtig deute, ursprünglich Deutscher. Also wir blicken hier ja auch etwas von außen auf Österreich. Ich würde sagen, die Schweizer sind ja nicht von Geburt her jetzt fleißiger oder was auch immer klüger als andere. Aber es ist doch interessant, was Sie beschreiben von den Mentalitätsunterschieden. Jetzt vielleicht Sie auch als Deutscher, die Deutschen gelten ja auch als super tüchtig und unglaublich einsatzfreudig. Wie kann man solche Mentalitäten beeinflussen? Das ist ja auch die Aufgabe Ihres Think Tanks. Sie müssen ja auch dieses calvinistische Arbeitsethos oder wie man das bezeichnen möchte, das müssen Sie nach vorne bringen. Was kann man machen, um solche Mentalitäten zu fördern? Ja, es geht halt in erster Linie natürlich um die Kommunikation. Das heißt, ich muss den Menschen klar machen, auch ehrlich den Menschen erzählen, dass es eben dieses Wechselspiel gibt auf Wohlstand, Freizeit oder in anderen Bereichen, dass es nichts umsonst gibt. Das wird in Österreich halt nicht so gelebt, auch in Deutschland oftmals nicht so gelebt. Da werden auch von Politik Sachen versprochen, wo dann nachher niemand weiß. Also in der Schweiz sein. Übrigens auch nicht, Herr Lorenz. Also da ist auch nicht alles das Gelbe vom Ei und alles, nicht alles Gold, was glänzt. Nein, selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist von der Dimension her doch nochmal was anderes. Und das Verständnis ist offensichtlich auch, sonst würden die Volksbefragungen ja auch nicht anders ausgehen, größer da, dass solche Sachen eben nicht umsonst zu haben sind. Und setzt natürlich früh an, die Schweiz war schon relativ lange natürlich eine demokratische Einrichtung, auch mehr marktfreundliche Einrichtung. Die Österreicher waren dann mehr monarchisch und auch die Deutschen haben dann andere Traditionen. Kolonien hatten beide Länder, ganz andere Einstellungen hat die Schweiz auch nicht gehabt. Das heißt, ich glaube, da ist auch historisch was herangewachsen. Und ich wachse natürlich als Schweizer auch in einem anderen institutionellen Umfeld dann auf. Ja. Und bin ich fleißiger geboren oder weniger fleißig geboren, aber ich wachse in einem Umfeld auf, was mich dann schon in gewisser Weise natürlich prägt. Also der Schweizer ist vielleicht etwas staatskritischer auf der einen Seite, aber auch staatsfreundlicher auf der anderen Seite, weil er den Politikern so misstraut, dass er sie gar nicht machen lässt. Also er kontrolliert sie dann noch mit der direkten Demokratie. Wir sprechen im späteren Verlauf der Sendung noch darüber. Ein Thema, das noch angesprochen wurde, finde ich sehr interessant. Das ist auch ein Aufregerthema in der jetzigen Zeit. Das ist der sogenannte Fachkräftemangel. Mhm. Das ist ein Thema, das sehr viele Länder beschäftigt, vor allem im Gefolge der Corona-Pandemie. Jetzt haben wir noch den Krieg in der Ukraine, die Unterbrechung von Lieferketten, die Erschwernisse der Weltwirtschaft, die Fachkräfte, das ganz große Problem. Gibt es in der Schweiz auch, offensichtlich ein bisschen weniger als in Österreich. Was ist da Ihre Beobachtung? Warum gelingt es der Schweiz besser, hier tendenziell mehr Hochqualifizierte anzuziehen? Wo sind die Defizite in Österreich hier zu konstatieren? Ja, im Grunde genommen versteht die Schweiz, wie Wettbewerb funktioniert. Sie hat halt einen super Standort zu bieten. Sie hat höhere Löhne, von denen ich dann sogar noch weniger Steuern zu zahlen habe. Hat eine super Lebensqualität. Dafür höhere Preise. Wir haben also in der Schweiz... Aber auch kaufkraftbereinigt sind die Löhne höher, als sie das in Österreich sind. Und das zieht natürlich an. Also wenn ich irgendwo mehr verdienen kann und auch noch zu besseren Lebensverhältnissen das machen kann und weniger Steuern dafür zu zahlen habe, klingt das natürlich schon verlockend. Dann hat die Schweiz natürlich den Vorteil, kann ich nicht nur Österreicher anziehen sprachlich, auch die Deutschen haben nicht die großen Sprachbarrieren. Die Italiener finden eine Region, wo es auch eine Landessprache gibt, die Franzosen. Ich habe also einen Pool von sehr, sehr vielen Bevölkerungsschichten, die ich abziehen kann aus anderen Ländern. Österreich muss dann halt auch den Wettbewerb leben und schauen, wo Sie einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen Ländern. Wo sehen Sie eigentlich als Ökonom das schweizerischste Bundesland Österreich? Es gab ja mal eine Diskussion, dass Vorarlberg der Eidgenossenschaft hätte beitreten sollen im Gefolge des Ersten Weltkriegs. Das haben die Schweizer damals abgelehnt. Sie haben gesagt, nein, dann haben wir noch zu viele Katholiken, zu viele Deutschsprachige dann in der Schweiz. Dann gerät das Gleichgewicht etwas durcheinander. Vorarlberg ist eine ganz tüchtige Region. Auch im Tirol haben sie ja unglaublich erfolgreiche Unternehmungen. Wo sehen Sie dieses schweizerische Ideal in Österreich am ehesten verwirklicht?
Ja, ich glaube schon, dass es dieses Ost-West-Gefälle dann auch gibt in den Bundesländern. Muss aber fairerweise auch sagen, dass in Vorarlberg dann auch institutionell nicht unbedingt Schweizer Mentalität zu hoch gehalten wird. Also es gibt dann schon auch, man hat in Österreich mal die Wohnbauförderung freigegeben, um versuchen, eben Steuerautonomie einzuführen. Dann hat man sich aber darauf geeinigt, in allen Bundesländern, auch in Vorarlberg, dass man überall das Gleiche macht. Also ein Kartell dann gebildet. Also so ganz, ganz schweizerisch lebt man es dann auch nicht. Aber ich würde sagen, es gibt schon dieses Ost-West-Gefälle. Und je weiter man wegkommt von der Schweiz, desto gemütlicher wird, macht man sich dann auch in Wien. Ein Punkt, der natürlich immer wieder in die Diskussion kommt, das ist das Thema Europäische Union. Es gibt auch viele Österreicher, sagen mir das auch im Gespräch, die sagen, zum Glück seid ihr Schweizer nicht in der Europäischen Union, zum Glück seid ihr unabhängig. Man muss hier vielleicht sagen, die Schweiz hat ein nicht ganz unkompliziertes Verhältnis zur Europäischen Union. Es ist also nicht so, dass man da keine engen Verbindungen hätte. Man hat sehr enge Bindungen, aber die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Sie ist auch nicht Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums. Sie hat hier einen Sonderweg beschritten. Wie veranschlagen Sie den Faktor Europäische Union bzw. den Faktor der Unabhängigkeit, des Draußenbleibens, dass die Schweizer selber bestimmen, ihre Rahmenbedingungen selber beeinflussen, ihren Garten gleichsam selber pflegen können? Also es hat natürlich für die Schweiz in der Historie auch Vorteile gebracht. Die Schweiz ist aber auch sehr liberal gestartet, sehr marktwirtschaftlich gestartet. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, wo Österreich herkommt. Österreich war halt vor der Europäischen Union jetzt auch eine Wirtschaft, wo sehr viel interveniert wurde von Staatsseite. Es gab viele Kartelle, es gab auch eine verstaatliche Industrie. Das heißt also, wir hatten schon auch einen sehr, sehr starken Staat vorher. Das heißt, für Österreich würde ich sagen, war der EU-Beitritt sogar eine Liberalisierung. Für die Schweiz wäre es wahrscheinlich einen Schritt in die andere Richtung gegangen. Und plus natürlich Österreich hat durch den Fall auch des Eisernen Vorhangs natürlich massiv profitiert. Die alten Verbindungslinien sind da wieder auferstanden. Letzter Punkt müssen wir hier noch klären, wenn wir jetzt die Summe fassen und wenn Sie sagen, ich gebe jetzt eine Empfehlung ab. Was würden Sie sagen, welche schweizerische Eigenschaft institutioneller oder mentalitätsmäßiger Art sollte Österreich zwingend übernehmen, wenn Sie also den Bundeskanzler beraten könnten? Da was muss er machen? Was ist die wichtigste Inspirationseigenschaft, die man eins zu eins übernehmen sollte? Also es ist ein super Jahr dafür, weil wir haben im Herbst dieses Jahr Finanzausgleichsverhandlungen und eben der Fakt, dass die Schweiz viel, viel mehr Steuern direkt bei den Bevölkerungsschichten einheben muss, für die sie zuständig ist. Also Föderalismus in der Finanzautonomie bei den Steuereinhebungen, etwa 50% der Steuern werden in der Schweiz regional eingehoben. In Österreich sind es nicht mal 10%. Dafür wird aber fast alles regional ausgegeben in Österreich. Also dieser Fakt, dass Verantwortung und Macht in eine Hand kommt in Österreich. Das ist, glaube ich, ein Element, was man kopieren könnte, weil dann eben der Austausch da ist, weil die Rechtfertigung dann da ist, hinterfragt werden kann bei den Politikern und da viel, viel mehr auch über nachgedacht werden muss, was wirklich sinnvoll ist. Das würde unglaubliche Effizienzsteigerungen bringen und eine Verbesserung des Standorts bringen. Ich glaube, das ist ein super Moment, um hier diese Finanzautonomie zu etablieren in Österreich und ein super Jahr, um das zu starten. Also weniger Zentralismus bei der Steuereinnahme, hier etwas mehr Vertrauen in die Autonomie der Bundesländer. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Lorenz, für Ihre Analysen und Ihre Gedanken. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine erste Annäherung gemacht an die ominösen Mentalitätsunterschiede zwischen den Schweizern und den Österreichern. Wir tauchen jetzt noch etwas tiefer in dieses Thema ein, und zwar mit dem langjährigen Außenhandelsdelegierten Österreichs in Zürich. Hören wir mal, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Pünktlich, präzise, strebsam. Sind die Schweizer wirklich so? Ich glaube, da kultiviert man in der Schweiz sehr stark auch ein Image. Und da ist die Schweiz sehr stark darin, nämlich dieses Nation Branding und das Image dieser Schweizer Eigenschaften stark zu positionieren und stark auch nach außen hin zu tragen. Und man tut auch gut daran, weil allein dadurch, dass ein Produkt mit einem Schweizer Logo versehen ist, also mit dem Schweizer Kreuz, kann man oft einfach einen höheren Preis erzielen. Ich nenne das einfach Image-Dividende. Und die Schweiz beherrscht es sehr gut, dieses Image zu kultivieren. Was ist der Schlüssel des Schweizer Erfolges? Da gibt es manche Stimmen, die behaupten, ja, das liegt zugrunde im sozusagen protestantischen Arbeitsethos.
Ja, der Arbeitsethos ist durchaus da, aber ich glaube, der wesentliche Faktor, den man in der Schweiz hat, haben sich Regionen und Kantone zusammengefunden und haben gesagt, ja, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, wenn wir zusammenhalten, ja, dann geht es uns allen viel besser. Und aus dieser historischen Entwicklung heraus ist diese Eidgenossenschaft entstanden und die hat einen klaren Fokus. Und der Fokus lautet, wir müssen schauen, dass es uns besser geht, weil das ist die raison d'être der Eidgenossenschaft. Aber wenn immer eine Verordnung, ein Gesetz, eine politische Entscheidung gefällt werden muss, ja dann gibt es immer drei Fragen, die gestellt werden. Die erste Frage ist, was hat diese Entscheidung für eine Implikation für unsere Volkswirtschaft? Was heißt das für unseren Wohlstand und was heißt das für unseren Wirtschaftsstandort? Und wenn man die Nation eben auf diesen Fokus Wohlstandserhöhung, Wohlstandsmaximierung ausrichtet, ja dann ist das Resultat eigentlich klar und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie unterscheiden sich Österreicher und Schweizer? Ich glaube, es gibt schon auch eine Kommunikationsdifferenz zwischen dem Schweizer und dem Österreicher. Der Schweizer ist vielleicht etwas klarer, präziser in seiner Ausdrucksform und meint auch viel intensiver das, was er sagt. Der Österreicher, der spielt gerne mit den Worten, er ist ein bisschen ironischer und da kann es schon zu Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnissen führen. Ich glaube, der Österreicher ist gut beraten, in der Schweiz eben nicht notwendigerweise immer den Schmäh herauszuholen, sondern eher sachlicher aufzutreten. Was können wir von Schweizern lernen? In der Schweiz wird wirklich der Fokus gerichtet auf die Wohlstandsvermehrung, auf sozusagen, wie schaffen wir es, dass der Kuchen, der volkswirtschaftliche Kuchen wächst. Und erst dann, wenn der gebacken ist, der Kuchen, wird diskutiert, ja, wie verteile ich diesen Kuchen? In Österreich neigen wir doch manchmal dazu, einen Kuchen, der noch gar nicht gebacken ist, zu verteilen. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein dogmatisch anderer Ansatz. Und dieser eigentlich in Österreich geprägte Satz, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut, ich glaube, das ist, was in der Schweiz wirklich gelebt wird. Und dieser Satz, der eigentlich aus Österreich als Werbeslogan hinausgegangen ist, ja, der wird auch in der Schweiz nicht hinterfragt. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.